Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen auf Breach! Das tangiert mich. Es gibt in der heutigen Mission ein Spiel, ein... Ist es Matchmaking? Nee, Scrimmage ist ja kein Matchmaking, ne? I go to. Keine Ahnung, wie, was, warum. Okay, Gabby dann. Heute Abend ist Livestream, 18 Uhr, vergesst es nicht. Seid mit am Start. Der Plant noch B. Alter. Scrimmage ist ja Matchmaking, nur ohne Rangverlust, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe. Die Regeln des Matchmakings sind auch hier 1:1 vorhanden. Ich habe jetzt nur einmal Quidditch gespielt, auch weil ich eine Map spielen wollte. Au. Alter, der bollert aber nein. They're behind me. City spawn. Uff. Und ja, gestern im Video mit den Negevs hier, das habe ich nicht gesehen. Oder halt nicht direkt gerafft. Ich habe da am Anfang hingeschaut und dachte, oh, jetzt ist gerade Negev als Special Weapon. Bei Deathmatch gibt es auch immer diese Special Weapon, für die man dann mehr Punkte bekommt. Das habe ich am Anfang kurz registriert und dann gedacht, alles klar. Ne? Und habe dann einfach nur noch mein Programm durchgezogen. Shit, dude. 10 Runden wird etwas schwierig. So, jetzt fange ich an hochzudrehen, Leute. Oh, 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 jetzt raste ich aus. Geht's hier dann links? Ich gehe auf Mitte. Jetzt geht nicht alle mit auf Mitte. Gut, nur einer. Let's get critical. Critical. Butz. Er attackiert mich einfach. What the fuck running, Diego? Nein! Die kennen die Map auswendig. Die stehen an allen geilen Angles in irgendwelchen Headglitches und klatschen uns weg. Gewinn. What the fuck? What's made you, idiot? Jetzt haben wir noch ein... Oh! What is made you fucking retarded person? Das ist unser... Ah, ich habe ihn ganz arg früh gesehen. Zerstörung auf Breach, oder was? Bitte nicht. So viele Schmieleys hier. Natürlich ist heute Abend im Livestream auch wie immer Giveaway, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich glaube, Grün will heute Abend auch was abgreifen im Stream. Ja, der braucht eine neue Scout. Guck dir das mal an. Green, what the fuck? Das ist Groundwater, oder was? It's probably B again. It's probably B again. Probably, probably... Oh mein Gerhard. One guy's going gay. Yeah, one is stepping on A. One low, one very low, one very low. Hold on, mid. So. Oh no. 10 Runden! Fucking Cheater? Entschuldigen Sie? No, he's not cheating. Yeah. Where is he cheating? Ich hab keine Ahnung. Wer hat jetzt wo, wann, bitteschön gecheatet? Ich hab Heulsusen drin, nein. Nein! Ich seh Cheater callende Leute instant. Oder wie ich Diesel sagen würde. Tja, es ist zu einem Mimi geworden. Sorry, Idris. Komm, die Runde haben wir. Ich muss aber sagen, es hat eine gewisse Leichtigkeit direkt inne, wenn man keinen Rank-Verlust zu befürchten hat. Nicht, dass man jetzt einfach schmeißt oder so. Das fände ich schon immer noch dreckig. Aber, ja. Es ist irgendwie gar nicht so schlimm. Ich stehe nämlich ganz knapp vor Downrank. Ja, nochmal so erwähnt. First time on this trash, but it looks okay. Dude. Hey, Mates. Fotograf. Ach Leute, ich freue mich wieder auf euch später. Also was heißt später? Für euch ist es ja nur noch ein paar Minuten. Es ist zum Glück erst 14 Uhr. Ich habe noch genug Zeit, hoffe ich doch, das Video hier fertig zu machen. Hochzuladen, dass es vor 18 Uhr kommt. Und dann wird wieder neu geregelt, Alter. Ist Outside vielleicht noch einer? Nein. Scheinbar kann man nämlich da vorne stehen. Komme ich schnell auf A von hier? Komme ich von behind? Last trap. One more. Last one. -27. Geil, man, die sagen hier krasser an als... He's watching behind, purple, attention. Die sagen richtig an. Die Jungs, das ist ja kaum zu glauben. Das ist ja krasser wie Matchmaking hier. Bob ist eh down. Die kriegt er nicht. Also außer Monsieur Purple rennt jetzt wirklich voll rein, so wie ich es gemacht habe, dann könnte das eng werden. Oh, shit. Oh mein Gott, zieh doch schon mal hoch! Oh, what the fuck are you doing? I'm a fucking cheater. You fucking retard. You fucking retard. Du bist ein Törtchen. You retard. Der Matter hört sich ein bisschen komisch an. Ist das Australier oder was? Ja, Mike, you're a retard. Mit Australiern auf Trashback oder wie die Map heißt. Flashback. Breach. Scheiße, wie wir immer stehen. Oh Gott. Wisst ihr, ich habe ganz am Anfang A angesagt. Es geht niemand von uns irgendwo hin, wo er war. Also dieser mit den Schriftzeichen und der Grüne, die leider beide auf den oberen beiden Festen stehen, sind komplette Retards. Wissen scheinbar gar nicht, wie irgendwas funktioniert und stellen sie halt immer mit uns auf A. Lass ein B offen. Baba, du Pissnack! Wisst ihr, und hier ist es einfach voll scheißegal, weil man keinen Rank abgezogen bekommt. Es hat schon eine gewisse Kürze in der Würze, ne? Algabina. Gut, der Bot steht hinten. Mid one. Two. Half HP one. Ah, der OP ist ja noch da. Sehr gut. Oh mein Gott! Egal, nächste Runde werde ich mich richtig schön versteckeln auf B.
Das ist krass, wie die Map kennen, ne? Guck mal, wo er hochkommt. Da kann man gar nicht hoch, der geht da hoch. Ist es vielleicht auch eine reine T-Map? Kann das sein? Gibt es überhaupt Maps, die nur auf T-Sided gut zu spielen sind? Nee, oder? Das ist eigentlich, wenn überhaupt, immer City-Sided. Aber nur T-Sided? Fällt mir keine einzige ein. Aber ich denke auch gerade nicht wirklich nach. Kennt ihr das? B-Steps? 1B? Alter, sie kommen von wo? Ich weiß nicht, wo diese ganzen scheiß Eingänge sind. Das Dumme ist, die stellen sich jetzt ja überall auf und können uns wegpimmeln. Von uns scheint niemand einen Plan zu haben, wie die Map funktioniert. Like a B-Stack. Or 4 go B. Yes. Or 3. Er ist richtig schön am Rein callen und sowas. Edel. So. Botti? Sehr gut, dankeschön. Der hier, on B. Alter, wie er schon zu mir reinglotzt. B. Sage mal. Eine von 10 Runden ist schon ziemlich ambitiös. Eine von 10 Runden. Ich gehe heute. Ah, der Bot. Ich darf noch ein bisschen spielen. Und er ist on B. No. Die haben aber auch wirklich das Verständnis des Grauens, ne? Hier auf der Map. Die kennen sich echt aus. Dabei wirkt das so nutzlos irgendwie, oder? Weil man ja für seinen Rank gar nichts machen kann. Wird die irgendwann ins Matchmaking kommen, die Map? Falls ja, sind die 5 auf jeden Fall zu fürchten. Guck mal, hier kann man sich einfach reinstellen. Was machen die? Lassen die uns jetzt echt gewinnen, oder was? What the fuck? Scheinbar wollen sie uns jetzt 10 Runden geben, oder was? Hätte ich nichts dagegen. Ich fände es jetzt aber in diesem speziellen Fall auch nicht schlimm, es halt noch nicht zu haben. Weil ich es dann einfach heute Abend mit euch mache, oder? Oder spätestens morgen Abend machen wir dann hier so als drittes Game einfach Scrimmage. Die Map ist schon ganz cool, aber wenn du halt gegen Leute spielst, die scheinbar auswendig gelernt haben, dann kriegst du halt die Hucke voll. So, komm, um mal ein bisschen hier Geschwindigkeit reinzubringen. Wenn die uns jetzt einfach noch 7 Runden schenken, habe ich an sich auch nichts dagegen, aber es dauert einfach viel zu lang. Also wenn wir abwarten müssen. Ihr bekommt die Wartezeit eh nicht mit, die schneide ich ja raus. Ja, okay. Das war's. Also die lassen sich einfach zermöbeln. Dummerweise laufe ich jedes Mal den Weg, den scheinbar die Gegner nicht gehen. Ich sollte vielleicht auch mal mit dir laufen, um die Freekills abzusahnen. Aber hier ist es halt irgendwie so komplett. Yay, Nate Kill. 8-facher normaler Kill. Und da sind die 10 Runden voll. Nice. Da bin ich echt gespannt, ob wir jetzt noch eine Runde schaffen. Er prefiert hier schon rein. Oh, wir haben einen Kill. Und plant dann B. Holla! Ich bin echt froh, dass es sich hier in den Rank reinzieht. Heide, nein. Was für eine Fistung. Yay! Ich hab einen Killi Vanilli. Vielleicht gehen wir einfach. Let's go B. I'm coming from behind. Komm, geh einfach durch. Don't challenge him, Blue. Oh my god. Oh, er ist aber auch dumm. Er ist wirklich bescheuert. Er hätte einfach B gehen können, legen und die Runde hätten wir wahrscheinlich gehabt, aber so. He's scoping. Fuck. Ah, verlautet Idiot! Wird man hier bei diesem Scrimmage-Matchmaking überhaupt nach Rank sortiert? Oder spielt man da einfach frei? Weil ich meine, das könnte natürlich auch sein, dass unser Chines oder was es ist, dass er halt auch einfach ein Silverboy ist oder sowas und deswegen solche wunderbaren Entscheidungen trifft. Wäre möglich. Ah, er ist wahrscheinlich genau dieses Kind in seinem Bild, ne? Alles klar. Dann kann ich verstehen, dass er so spielt. Er hat genau die Kante abgeaimt. Trotzdem, Jungs, Chapeau. Was bin ich? Du Sharpshooter. Natürlich, so kennt man mich. Vielleicht hocken wir uns einfach später im Stream dran und machen nach unserem Matchmaking hier noch so ein paar Dinger. Oder wir gucken halt wieder in Get the Fuck Out rein. Können wir auch machen. Ich suche jetzt noch schnell die Skins raus und wir sehen uns dann gleich im Livestream. Link steht in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Yay. Yeah.